Sesam, öffne dich! Hier bei The Witcher 3, Hearts of Stone. Wobei heute noch nicht ganz, vielleicht später mal ein paar noch, aber... Ja, der ist sowieso schon tot. Der gute alte Kalowita Fünfte. Der Stern, oder Gerechte, wie auch immer. Nee, heute will ich vor allem noch wegen den Ophirischen im Attack gucken, die wir jetzt ein paar noch bekommen haben. Und dann noch ein bisschen Jade und so holen für einen anderen, für den eigentlichen Ophir-Runenschmied. Und natürlich hoffentlich alles ohne Bugs. Hier mit der Version 1.10. Immer noch. Hey, Hattori, altes Haus. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ja, ziemlich viel. Würdest du wohl etwas für mich... So, die haben wir bereits. Bärenarmbrust, Katzenarmbrust. Vielleicht gibt es keine Viperarmbrust hier. Ne, Wolfsarmbrust sicher nicht, weil... Wolfsschule war nie dafür irgendwie... Bekannt, berühmt, wie auch immer. Haben wir irgendwie neue Bolzen? Ne, das ist sowieso mit den Bolzen. Ich meine, klar, kannst du doch auch darauf dich spezialisieren, aber bis du überhaupt mal richtig triffst und so. Ist ein bisschen schwieriger. Genau, war der Schwerttyp. Haben wir denn noch irgendwie neue Schwerter jetzt, die es irgendwie wert wären? Das aktuelle meistlich gefertigtes Wolfsschwert abzulösen. Genau das hier haben wir. Wahrscheinlich nicht, war eine Stahlwaffe. Zum Beispiel irgendwie gnomischer Gwihir. Kritischer Trefferbonus, Alter! Ja, die Gnomen wissen, wie es geht. Also 42 Stufe, Dankeschön. Das greifende Stahlschwert, der Hexverschlechter, Klinge von Tier, Totscher, Stufe 46. Das muss wohl ein der Gegenstände sein, die eben bei New Game Plus, wo ja alles hochgesetzt wird vom Level her, wo es dort irgendwie über Level 70 haben muss. Weil ansonsten. Hallo, brauchst du das Spiel hier selbst normales Leute 32 Level her und das 46, 14 Level höher. Langkrall, der wird gehen. War Rüstungsdurchbohrung, Irden, Verstümmelung. Das Langschwert von Skellig, Alter, 75% Trefferchance, kritische vor allem. Makarma-Stahl, ich habe immer auf Stufe 40, obwohl den auf dem herzustellen natürlich mal geil war. Mariburer Schwert, hey, Tris lässt grüßen. Wenn man sonst noch alles, wenn wir ganz kurz gehen, mal von unten nach oben, wird einfacher. So, natürlich erstmal auf den Schaden. Schwert des Ordens der Flammenrose, dann auf die Stufe, können wir also nehmen. Schon sofortige, geht so viel Minus. Schwarzes Einhorn, wow, oh, 46, alter Schwede. Ophirischer Säbel. Hatten wir, glaube ich, schon mal, war. Ah ja, wir filmen hierzu noch. Jetzt ist der Trefferbonus. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt mal. Ist ophirisch und so das ganze Spiel, von dem kann man das ruhig mal testen. Moment, was fehlt mir jetzt genau? Hat gerade irgendwie. Dunkelstahlbaren. Nö, nö, machen wir selber. Ich hab sicher genug. Hallo, ich hab sicher genug. Dunkelstahlbaren, sage ich ja. Oh, aber wie viel ich sogar habe. So, Problem gelöst. Sag mal. So, jetzt aber. So eine Stahlwaffe. Welche war's? Hier, herstellen. Dankeschön. Bis dann. Hasta vista, Baby. Dann mal. Wie gesagt, da geht noch nicht. Zwar eine höhere Stufe, aber sieht schon mal geil aus. Waren 75 kritische Trefferbonus. Geil. Könnte was draus werden. Gut. Jetzt die Rüstung kann ich nicht bei ihm machen, dann muss ich also mal ganz kurz zum alten Baron gehen. Zu der guten Dame, unserer Rüstungsmeisterin. Wenn's regnet. Dann geht's immer so weit. Oder ist er gar noch irgendwie. Ja. Gut, ich bin natürlich im falschen Weg. Das Spiel gibt mir auch den falschen Weg vor. Gebummelt wird nicht. Nö, nö, gebummelt wird nicht. Das ist natürlich ganz recht. So, die gute Dame war hier unten. Ich kann ganz kurz den Baron. Nee, Baron geht gar nicht mehr. Der ist ja bereits down. Im Anschlagbrett halt vorbeigehen zum Gucken. Was dauert wieder, bis ich da oben bin. Plötze, komm ran auf einen Zentimeter. Lauf, Plötze. Und es wird weh in der Nacht. Schneller. So, ja, danke schön. Weiter so, Plätze.
Ich bin sehr gespannt darauf, was halt Olga von Everett noch ein Typ sein wird. Weil eben im Trailer, da sahen wir irgendeine Szene, wo wir ihm den Kopf abgehievt haben. Und kann natürlich auch sein, dass er halt so eine Art Boss wird, oder? Oder wie ich halt doch denke, eher dieser Gaunter Odin. Wer ist der Typ überhaupt? Aber ich hatte langsam das Gefühl, dass er überhaupt die mächtigste Person im ganzen Spiel ist, plus Wild Hard und so. Das ist natürlich schon hart, danke vielmal, das war natürlich sehr elegant. Wind neue Spieler gesucht, ja, aber das ist ja... Genau, der blutige Baron, der geht doch gar nicht mehr, ist er bereits down. Ups, Entschuldigung, so. Ach, guck mal, was jetzt hier noch... ja, ist nur eins, das wissen wir. Gut, das ist nur noch eine Variante, was wir einfach den Arbeitsnehmer absuchen und ihm die Karte abnehmen. Hat das Spiel jetzt was dabei überlegt, wa? Das war ursprünglich, also sprich, das war, ich rede jetzt von Version 1.08, offenbar, scheinbar. War es echt so, wenn die Personen bereits verstorben sind oder so, kann man ihre Karte nicht mehr gelangen. Geralt, schön dich. Sie kann also auch Gewinn zocken. Es geht. So, und gucken wir mal, wa? Sie alles haben. Ophirische Handschuhe. Leichte Ausrüstung. Interessant. Wolfshandschuhe brauchen nichts. Machen wir mal herstellen, war. Ist noch ein Level zu tief. Gut, das ist kein Problem von dem her. Machen wir uns mal irgendwie ein ophirisches Set, war. Gibt sicher Schlimmeres. Mal Kammerhose, das ist eine Schwerrüstung, garantiert nicht, wenn ich mache jetzt hier ein bisschen auf leicht. Ophirische Salva, naja. Artintensität, oh, Gwen auch noch, geil. Der Oberkörper, was haben wir da noch? Magdera, nee, nee, mal die Greifenrüstung, nee, nee. Ophirische Schuppenrüstung, naja. Das gehört zum Set, wa? Und wir wollen das ganze Set machen. Verdänischer Schützengambe... Ja gut, Verden ist natürlich auch schön. So, Silberschwert... Die hatten wir nichts mehr, wa? Bezüglich irgendwie... Nee? Naja, gut. Stahlwaffen, hier haben wir einen ophirischen Teil. Stiefel. Die haben ja auch nichts drauf. Audegen, Henker, Jäger, nee, Kavalier, meistlich, meistlich. Ophirische Stiefel. Jo, passt. Tja, Leute, nach ein Leveln haben wir das auch. Krass. Leb wohl. Ein ophirisches Set. Ja, lange dauert es nicht mehr. Alter, wieder fast voll hier mit 130. Die Gauner, ein Quinschmann, Mitglieder, Gegner, ja, dann war Rudi Baroni. Gut, Tod ist er jetzt hier nicht, wa? Moment, ich muss jetzt da genau das Ganze nennen. Nee, im Gegensatz zu New Game Plus, wo er, naja, halt tot ist, sag's mal so. Lebt er hier nach, aber er ist mit seiner Frau Anna um die Blauen Berge gegangen. Vielleicht das mit den Blauen Bergen könnte was bei Blood and Wine sein. Obwohl, nee, Blauen Berge sind doch ein ganz anderer Ort gewesen. Egal. Obwohl ich auch hier für Gwyn spielen wählen. Ja, so heißt sogar da. Die Quest heißt sogar so und ich werde auch einen Part nachbenennen. Gwyn spielen wählen, obwohl ich da, wie gesagt, noch einen extra Part machen werde. Ich jetzt ganz kurz mal gucken, wie sie aussieht. Ob wir jetzt einfach so eine Karte einfach so kriegen. Mit der anderen Variante. Genau, ihr seht richtig, wir kriegen Dijkstra als Karte. Und zwar ist er eine Spionkarte. Natürlich ein ziemlich starker. Mal hier ein paar Typen hier weg, da gibt es wohl nichts. Catwin Belangungstruppen, aber da kein Schwein, vor allem die hier sind viel zu schwach. Ne, weg damit. Japan, der bleibt von mir aus noch, okay. Jetzt habe ich zwei Spionen, damit kann man schon eher was anfangen. Ich habe dreimal Gaunter Odin, gut, der ist auch nie verkehrt. Vor allem Monster-Effekt. Eben noch die Stärke ist viel zu niedrig, Leute. Viel zu niedrig. Interessant, wa?
Den Wahrsagen mal eins gerade Karte. Dann mache ich vielleicht offscreen noch wegen. Wenn hier die Spieler wählen und so. Wählen sage ich schon natürlich hier in Hearts of Stone. Spielen, man kann jedenfalls doch schaut. Der muss mal gucken. Ob ich wirklich alle Spiele hier bezüglich halt Hearts of Stone oder betrifft hier vor allem auch Ulgiert und Shani, ob ich die mir dann halt noch für New Game Plus aufheben, dort nochmal mache. So, soweit dazu. Jetzt ins Schatz suchen. Wenn wir nichts mehr war. Nö. Nichts mehr Blaues. Hearts of Stone Quest in dem hier durch. Auch hier ist nichts mehr Blaues. Das heißt, Sidequests, jo, machen wir den noch. Verzauberung, Qualität hat ihren Preis. Besorge einen Brocken Jade für den ophirischen Ohnenschmied. Blödsinn. Los, lauf! Schau nicht so, Geralt. Die arme Stute. Was soll Entschuldigung. Das? Ja, ich bin besoffen, nehme ich weiß nicht genau, wo ich hier durchkomme, das ist ja total scheiße. Nee. Ich muss hier raus, so schnell wie möglich raus. Ah, die Entfernungen hier. Da mal gucken, wohin reise ich jetzt hier am besten? Jägerhütte, war? Ne, Jantra, weil hier haben wir ein Anschlagbrett. Vielleicht gibt es ja noch neue Quests. Natürlich auch hier, wie gesagt, nur Hearts of Stone Quests, war. Eine andere Quest, die lasse ich jetzt mal aus, weil es so meistens, ja. Schon vorbei von dem her. Na jetzt. So, hier sind wir und hier ist das Anschlagbrett. Gibt es irgendwie das Beam-Phantom? Ja, das kennen wir, aber es ist in dem her. Ja, nehme ich es halt, mein Gott. Das ist eine Quest, die hier mit zu tun hat. Das ist keine Hearts of Stone Quest. Bin ich jetzt eigentlich schon. Ja, das ist der nächste Punkt, okay. Da kann ich ja zu Fuß hingehen. Hallo? Ist der Wald hier so dicht oder was? Ich bin so dicht! Nee, der Wald, nicht du. Ein Reh! Okay, und wofür bin ich jetzt hier? Brockenjade? Da was? Hier gibt's nicht viel Jade zu holen. Ich muss mich weiter umsehen. Ups! Das war der Falsche! Vor allem, er hatte noch erwähnt, es soll irgendwie ein reiner Brocken Jade sein, wa? War dann vermutlich auch ziemlich viel. Okay, der nächste Point. Oh nein, sind die Spinnen schon wieder? Der Spinnenpack. Ja, ich weiß nicht, wie der hier drin sein war. Sind wir sicher so eine Spinnenhöhle? Moment, ich war doch schon mal. Habe ich jetzt schon mal die Spinnenpack gemacht oder war das eine andere Quest? Hä? Irgendwoher kenne ich die Höhle? Toll. Muss wohl jetzt hier bitte schon irgendwo Jade sein. Na, hier. Jade. Dann wollen wir mal etwas davon abbauen. Hm. Yes. Ich hatte was. Länger als erwartet. Hey. So.
Und wir haben Jade. Sehr schön. Jetzt haben wir halt das bekommen vom anderen Typen. Die Frage war nur, was war das? Nichts Interessantes. Gut. Aus hier und zwar ganz schnell. Wo haben wir den nächsten Teleport-Point? Na, Jagdhütte. Ja, natürlich auch hier durch, weil andererseits sind ein paar Spinnen. Aber jetzt gar keinen Bock auf die Viecher. Oh nein, natürlich läuft direkt eine. Alter, das fettes Viech! Na, immerhin ist mal eine Krabbspinne. Vergiftet! Jo, wie lange hält das Gift eigentlich noch? Komm ich da. Geht's noch höher? Nee, wir hatten Glück. Alter! Nee, hat natürlich Pech! Komm, wir sind gleich da. So, geht doch. Dankeschön und weg hier. O4, 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 O4. Er ist nicht da. Ganz kurz pennen, wenn er da ist. Die Weise können ja da in die Haus hineingehen und so. Was willst du hier machen? Wo er auch sein Handwerk verrichtet. Nur heute scheinbar irgendwie nichts. Wie es aussieht, hast du mein Geld ja gut eingesetzt. Die Rückkehr in meinen Beruf. Du weißt ja nicht, welche Freude das bringt. Danke. Keine Ursache. Wie läuft's mit der Arbeit? Mehrere kleinere Runen habe ich schon angefertigt. Zum Üben. Aber es macht mich traurig, dass meine Werkzeuge und Zutaten für Besseres nicht ausreichen. Ich hatte Glück. Und habe etwas Jade gefunden. Hier. So danke ich dir. Wenn du es wünschst, lade ich dich ein, meinem Handwerk beizuwohnen. 10.000, Alter! Der Runenschmied kann den Gegenstand mit Runenwörtern lüften und Verzaubern in so eine neue mächtige Eigenschaft verleihen. Oh, zum Verzaubern das Fernsehfenster auf. Jo, das ist natürlich geil, aber vielleicht nehmen wir uns das besser für später, wenn ich genug Kohle habe. Warum also bezahlen? Die nördlichen Königreiche. Gefällt es dir hier? Oh ja. Noch nie habe ich ausgedehntere Wälder und einen solchen Himmel in derartig ungewöhnlichen Farben gesehen. Nördlinge allerdings sind eigenartig. Wortkarg. Verschlossen. Und auf den Straßen wimmelt es von Banditen. Aber daran ist wohl der schreckliche Konflikt schuld. Ja, Nilfgaard ist auch nicht gerade besser, wegen Wortkarten und so. Würdest du mir etwas anfertigen? Aber ganz kurz gucken, was man hier überhaupt noch so machen kann. Du kannst Gegenstände mit Runenwörtern oder Glyphenwörtern verzaubern. Diese Wörter können jetzt zugleich mit allen Runen und Glyphen verwendet werden. Wenn ein Gegenstand verzauberst, werden aktuell angesetzt Runen und Glyphen zerstört. Oh, das ist natürlich nicht schön. Wenn Gegenstände angezeigt, die mit Runen und Glyphen werden verbessert werden können, kannst du verzaubern lassen. Es können nur Gegenstände mit 3 Auswertungsplätzen verzaubert werden. Okay, gut. Das liest von Verzauberungen, die bei bestimmten Gegenständen verwendet werden können. Zum Verzaubern und Verbessern von Waffen und Rüstungsteilen sind ganz spezielle Verzauberungen erforderlich. Beschreibung der Verzauberung. Hier schon eine Beschreibung der ausgewählten Verzauberung sowie deren Kosten. Und vor allem die kleinen waren natürlich alle verkauft jetzt. Verzauberung in verschiedenen Stufen. Und dann gehen wir einen Rundschmied aufsuchen. Sogar für den Fällen gefiltert werden. Boni von Rüstungsschmieden und Schlafsteinen sind dauerhaft. Knödel, verzeiht Lebensmittel in die Vitalität um 10% stärker. Schmeckt aber ausnahmslos nach Pirogen. Oh. Alle okay. Aus Wolfsüberschwert können wir zum Beispiel
Erhaltung, Knüttel, Besänftigung draufpacken. Natürlich nur Stufe 1, aber dann würden halt meine Dinge, die ich bereits drauf habe, sprich die großen Rundsteine dann verschwinden, war. So war's. Okay, auf die Rüstung. Die Rüstung lenkt alle Pfeile ab. Oh, das klingt immer geil. Auch bereits Glyphen, war gut. Muskelkraft, alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Ja, natürlich, wenn man da auf Bär macht, dann schon. Treffen mit aufregenden genetischen Ausdauer. 50%, Alter, nicht schlecht. Usurpation, steht ein Gegner auf den Achse, wird der Effekt auf das nächste Ziel übertragen. Ja. Chance, ein anderer Gegner einen Zweifuß umkreist. Das ist doch auch noch geil. Ich brauche 3 Stück davon, um das drauf zu packen. Wisst ihr was, Leute? Es klingt alles spannend, mache ich aber wirklich erst, wenn ich diese anlegen kann. Jo, machen wir so. Stufe 38 ist nicht mehr weit und da machen wir uns ein ophirisches Set mit eben Rundschmieden, also sprich Verzauberungen halt drauf. Dann gucken wir mal, vielleicht können sie sogar noch so weit gehen, dass ich noch erhöhen kann, wegen 10.000, die er noch will, und dann Fassung hinzufügen. Naja. Handwerk, handeln, Handwerk. Kann sogar reparieren hier. Bitte was? Na krass. Okay, Leute, so machen wir es, wa? Ich würde gerne ein. Aber eben erst, wenn wir die 10.000 noch haben. Also, nee, natürlich. Diese Stufen haben natürlich so, wenn wir die alle 38er haben hier. Also, Genschen haben wir ja. Und selbst fehlt halt noch Stufe 38. Den Rest gucken wir halt mal, wie es aussieht. Kein Glyph der Instandsetzung. Die Verstärkung. Ja, er hat ja neue Glyphen. Sie haben eindeutig. Die Schemen für Runensteine und Glyphen, aber alles nur die kleinen. Ja, ist irgendwie logisch. Interessant, muss ich doch zugeben. Könnte Spaß machen. Danke, bis dann. Aber natürlich nicht auf unsere Wolfsrüstung, weil ganz ehrlich, nee, die ist. Sorry, aber. Das wäre jetzt echt etwas auf die Wolfsrüstung, wenn wir so lange gespart haben und so, die eigentlich so stark mittlerweile ist, einfach so etwas draufzuhauen und. Ja, alles andere halt wegzuschmeißen. Aber jetzt zu zerstören, wa? Nee, nee, Leute, sorry, aber. Ophir-Rüstung zum Testen gerne. Machen wir dann in einer nächsten Folge. Und jetzt aber erstmal, Sesam, öffne dich. Warte mit der Hauptquest. Ein paar Fragezeichen gibt es jetzt zwar noch, wir können das später also machen. Ich finde noch ein paar, war. Die kamen sicher neu hinzugefügt dazu. Egal. Da oben ist der. Gut, gehen wir mal hier. Hafen von Ochsenfurt. Alter, wie oft habe ich wohl diesen Point schon angewählt? Der Point of No Return. Nee, nicht so schlimm. Redanien! Temerien! Ach nee, war ja Witcher 2. Na, dauert nicht so lange. Der arme Fulltester. Ich finde es zwar geil, dass er hier als König dargestellt wird, wobei ich verstehe es nicht ganz. Er ist schon in hier Witcher 3 Quint eingeführt. Fulltester, nicht noch ein Königreich. Klar ist er viel besser als Radovid, aber man erlebt hier nicht mehr. Eigentlich wäre Radovid logisch. Ist das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nicht. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen! Interessant. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er.
Ich muss mit ihm reden. Befehl 76CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen ganz einfach. Hm, jojo. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Tja. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Ihr habt's gehört. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Drei, vier! Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Hm. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Hm. Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. 0% Steuersatz? Den hätte ich auch gerne. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Ja, leuchtet ein. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Jo, das war eine gute Idee, Leute. Aber das machen wir erst in der... Wow. Leck. In der nächsten Episode da hier bei The Witcher 3 Hearts of Stone. Und mal gucken, was wir uns alles erleben werden. Und interessant ist mit Vivaldi. Meine Natürlich haben wir jetzt schon, waren schon sehr oft bei ihm. Während des Let's Plays von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich frage mich allerdings gerade, wäre das wohl, wenn man jetzt hier wirklich frisch anfangen würde, oder? Ohne halt irgendetwas. Und dann halt, wobei ich mir gerade schon eine Stufe 30 mindestens war, zum irgendwie empfohlenermaßen halt. Hm. Weil dann haben wir eigentlich relativ wenig mit Vivaldi zu tun, mit seiner Bank. Also in dem her. Witcher 2, Witcher 1. Ja, gut. Hm. Naja, vielleicht daher war. Aber egal, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen.